wichtig Jugendarbeit ist, hat die offene Jugendarbeit Lustenau im letzten Jahrzehnt nicht nur aufgezeigt, sondern auch unter Einbindung und Mithilfe der Lustenauer Jugend erfolgreich demonstriert. Zu Recht kann der Verein darauf verweisen, auf mannigfaltige Bedürfnisse und Wünsche Jugendlicher eingegangen zu sein und diese auch umgesetzt zu haben. In sogenannten Partizipationssitzungen haben die Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Ideen und Bedürfnisse einzubringen, und die Jugendarbeiter fungieren hier als Betreuer. In unterschiedlichen Besucherversammlungen gibt es auch die Möglichkeit, aktiv das Programm mitzugestalten. Das Jugendcafé im Culture Factory. Der offene Betrieb ist ein wichtiger Bereich der Arbeit im Culture Factory. Hier entstehen die Kontakte zwischen Jugendlichen untereinander und den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Außerdem haben Heranwachsende im offenen Betrieb die Möglichkeit, ihren Anliegen und Interessen jederzeit freien Lauf zu lassen. Weiters eröffnet sich hier die Chance, aktiv in die Programmgestaltung einzugreifen oder einfach mal zu chillen. Neben dem offenen Betrieb hat sich der Verein Culture Factory zu einem Projekt- und Kulturhaus entwickelt. Damit dabei sind zum Beispiel diverse Workshops, Hip-Hop gegen Gewalt, Fußball gegen Gewalt, Film- und Fotocamp, Diskussionen, Ausflüge, Jugenddiskos, ein offener Proberaum und vieles mehr. Die Hannes-Grabherr-Siedlung – Integration durch Sprachförderung. Die Hannes-Grabherr-Siedlung ist eine soziale Wohnsiedlung in Lustenau. Zwischen 60% und 70% der Bewohner haben einen Migrationshintergrund. Wir möchten mit dazu beitragen, den dort wohnhaften Kindern eine fördernde Umgebung für ihre Sprachentwicklung zu gewährleisten. Der regelmäßige Besuch im Gruppenraum, der direkt in der Hannes-Grabherr-Siedlung liegt, gibt dem Kind die Möglichkeit, die deutsche Sprache zu festigen und den Anforderungen in der Schule besser gerecht zu werden. Der Gruppenraum ist an 2 Nachmittagen pro Woche geöffnet. Jugendtreff Roxy im Full House. Das Roxy im Full House ist ein Jugendtreff, wo sich junge Leute bis 14 Jahren treffen können. Dieser Freiraum kann auf vielseitige Art und Weise genutzt werden. Rund 30 bis 40 Besucher und Besucherinnen treffen sich im sogenannten offenen Betrieb des Jugendtreffs. Die Nachmittage sind bunt und multikulturell und bieten jede Menge Antrieb und Impulse für neue jugendliche Ideen. Das Programm wird individuell gestaltet. Junge Besucher und Besucherinnen können selbst über die Musik und die DJs mitbestimmen. Im Roxy herrscht kein Konsumzwang, es gibt nur alkoholfreie Drinks und die Preise sind natürlich jugendfreundlich. Unsere Mitarbeiter sind jederzeit für die Jugendlichen da, wenn man Hilfe bei Referaten, bei Hausaufgaben oder einfach andere Hilfestellungen braucht. Der Kulturkeller im Culture Factory. Im Kulturkeller blüht die Jugendkultur auf. Jugendkultur wird von Jugendlichen selbst gemacht. Sie haben schöpferisches Potenzial, viel Eigeninitiative und stellen oft beachtliche gestalterische Fähigkeiten unter Beweis. Diese selbstbestimmt auszuleben, dazu ist der Kulturkeller im Culture Factory wie geschaffen. Für das Culture Factory und die Jugendlichen, die sich hier engagieren, ist der zum Raum für Kleinveranstaltungen adaptierte Keller ein wahrer Glücksfall. Sie können ihre Events nicht nur im eigenen Haus durchführen, sondern können dabei auch voll und ganz auf die professionelle Begleitung der Hauptamtlichen zählen. Die Jugendlichen bzw. die Jugendteams bekommen ein kleines Budget, wo sie ihre Veranstaltungen autonom durchführen und diese auch abrechnen. Diese Art von Partizipation ist sicherlich ein Grundsatz unserer Arbeit, der offenen Jugendarbeit Lustenau. Das Culture Factory bietet dafür die Infrastruktur und die Kids selbst sorgen für ein Angebot, das sich Jugendliche leisten können und der lokalen Musik-Jugendkultur wertvolle Impulse verleiht. Gute Geister. Als Jugend- und Kulturverein sehen wir unsere Aufgabe darin, einerseits Treffpunkt für Freizeitgestaltung zu sein und andererseits Jugendliche bei Problemsituationen zu unterstützen. Irgendwann steht jeder Jugendliche vor seiner ersten Entscheidung: Was will ich aus mir machen? In diesem Projekt wollen wir Jugendlichen, die sich weder in schulischer oder beruflicher Ausbildung befinden, eine Überbrückung ins Berufsleben bieten, sie dabei unterstützen, einen geregelten Tagesablauf beizubehalten und einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen. Unser Ziel ist es, arbeitssuchende Jugendliche
eine Überbrückung ins Berufsleben zu ermöglichen, indem wir ihre Begabungen, ihre Talente und Ressourcen entdecken, damit sie bestmöglich auf die Arbeitswelt vorbereiten können. Das Mädchencafé Lustenau. Im Mädchencafé treffen sich Mädels von 11 bis 16 Jahren. Am Donnerstag gibt es Hausübungshilfe, die Freitag- und Samstagnachmittage werden bunt gestaltet. Dann heißt es, der Kreativität freien Lauf zu lassen. Im offenen Betrieb können die Mädels sich in verschiedensten Räumen austoben, sich mit ihren Freundinnen treffen, reden, chillen oder ja, einfach nur sein. Da kann man Workshops machen, zum Beispiel Kerzentür, das machen wir jetzt gerade. Dann kann man Schmuck basteln, dann haben wir schon gekocht. Und Cocktails haben wir gemacht und ja. Wir sind da schon im offenen Betrieb gsi. Da kann man Wii spielen oder ins Internet gehen, Musik hören kann man. Und das macht voll Spaß. Das ist voll cool. Weiters finden in der offenen Kreativwerkstatt viele interessante Kreativworkshops statt. In der Info-Ecke gibt es dann immer aktuelles Material zu aktuellen Themen und Veranstaltungen. Die mobile Jugendarbeit. Am 16. Mai 2010 startete die mobile Jugendarbeit Lustenau, kurz MOJA, mit einer Kennenlernaktion am Kirchplatz. Von 14 bis 20 Uhr hatten junge Menschen die Möglichkeit, die MOJA und deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kennenzulernen. 5 Jugendarbeiter und Jugendarbeiterinnen von den Jugendtreffs Culture Factory und Full House sind seither mit einem Bus in Lustenau unterwegs und besuchen die Jugendlichen an ihren Lieblingsplätzen.